So, jetzt kommen wir noch zum Thema Apple Support Community. Mein Dankeschön, dass ihr mich rausgeschmissen habt damals, weil ich das AirPort-Problem erwähnte, dass das wirklich Katastrophe ist. Da war ein Entwickler, wie gesagt, auf dem Forum. Da gibt es so Polizisten, ne? Ich glaube, bei der Apple Support Community, sobald da irgendein negative Kritik fällt auf diese Firma, die irgendwie das Company-Image schädigen könnte, wird man sofort ausgeschlossen von dem Community. Wie auch immer. Firmenpolitik ist Firmenpolitik, Geplänkel, bla 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 bla. Also ich habe nicht mehr die Zeit den ganzen Tag, nicht mehr bla 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 bla. Also man merkt dann mit Ende 40, wie schnell die Jahre vergehen. Und man wird dann, glaube ich, einfach nur ein bisschen ungeduldig, wenn man so blickt so zurück und eigentlich merkt man, also außer viel bla 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 und wieder Propaganda und wieder kaufen und wieder Enttäuschung und wieder kaufen und wieder enttäuschen und wieder Update und wieder Enttäuschung und wieder Enttäuschung und wieder Enttäuschung. Man merkt dann eigentlich, wie schnell in der Branche IT 10 Jahre verfliegen und es, wie gesagt, es braucht irgendwie 8, 9 Jahre, bis mal so ein MP3-Soundfile auf einer Webseite funktioniert. Und wir sind mit dem Thema Webdesign, HTML, CSS in neuer Generation immer noch nicht durch, ne? Weil, wie gesagt, das muss auch mal in Webdesign funktionieren. Das Apple AirDrop teste ich schon seit Monaten durch. Und seit OS X Catalina ist, wie gesagt, also man drückt da mehrmals drauf. Also ich habe, wie gesagt, die Videos, die mache ich auf meinem iPhone und dann muss ich sie halt aufs MacBook irgendwie rüberkriegen. Ich könnte es über iCloud machen, das aufs iCloud hochschieben, dieses riesen Videodatei. Und dann wieder runterladen von meinem MacBook aus. Aber ganz im Ernst, ey, so viel Zeit habe ich auch nicht, stundenlang zu warten, einen Balken von links nach rechts zuzugucken. Deswegen ist AirDrop, also früher gab es Internal File Sharing, da hat man dann innerhalb seines Netzwerks im Intranet über Kabel mit einer 1000-Megabit-Verbindung mal schnell so ein Gigabyte-File auf einen anderen Rechner rübergezogen oder ich meine, das interne WLAN-Netz müsste auch schnell genug sein, aber gut, lass mal das Thema. Es muss alles irgendwie über eine Cloud gehen. Das Bluetooth ist die einzigste Möglichkeit jetzt via AirDrop, dass es nicht über eine Cloud geht, damit es einfach nur möglichst schnell rübergeladen wird und man nicht stundenlang vor dem Rechner sitzt, bis das Videofile vom iPhone aufs MacBook kommt. Ne, also, ach. Dachte schon, von weitem sieht das aus wie ein Totenkopf. Ne? Und das habe ich jetzt seit 3 Monaten durchgetestet mit meinen Sony-Kopfhörern, bis das mal funktioniert, dass die Sony-Kopfhörer von allen Geräten, iPhone, iPad, MacBook anerkannt werden und das funktioniert und man nicht 5-mal verbinden muss und Bluetooth ein- und ausschalten muss, ne, bis das mal funktioniert. Also so ein Kopfhörer, ne, das ist schon schwierig genug. Und jetzt geht es einfach nur darum, dass dieses AirDrop, also ich. Bluetooth auf meinem iPhone ist an, Bluetooth auf meinem Rechner ist an. Also man drückt da 5-mal drauf und es passiert nichts. Ne? Also diese Notification, die kommt hier nicht, dass hier so ein File ankommt auf dem Rechner. Also es wäre schön, Apple, dass ihr das vielleicht irgendwann mal hinbekommt. Also ich habe jetzt auch keine Zeit, noch Big Sur von vorne bis hinten durchzutesten. Und wenn das auch nicht geht, dann muss ich Monterey oder wie es heißt, draufladen und das auch wieder durchtesten. Also irgendwann braucht man mal ein System, mit dem man arbeiten kann. Ne? Also Support hin oder her. Ich habe auch keine Zeit, bei Apple Support in Irland anzurufen, die mir nur sagen, sie müssen einfach nur fleißig den Update-Button klicken, dann funktioniert das alles. Ich habe keine Zeit, Xerox anzurufen, denn die sagen mir auch nur, die installieren Sie fleißig Security-Updates, dann funktioniert das alles. Ich habe keine Zeit, Menschen.
Herstellern hinterher zu telefonieren, ne? Also irgendwann muss es mal funktionieren, ganz einfach, ohne einmal probieren, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal Bluetooth ein- und ausschalten auf beiden Geräten, wieder probieren, ne? Also irgendwann, Leute, es wird langsamer Zeit.